Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder vom Aussteigerhof hier auf der Erlengrad. Ja, wir haben in der letzten Folge mehr oder weniger erfolgreich hier mit unserem Deutz die übrig gebliebenen Ballen vom Händler abgeholt. Einer ist mir reingerutscht, aber ihr wart so freundlich, um mir noch in die Kommentare zu schreiben: Yogi, pass auf, du hast schon noch einen auf dem Feld liegen. Den wollen wir uns jetzt natürlich auch noch holen. Dementsprechend ist eigentlich mein Plan, dass ich somit die Kühe dann mit Mischration versorgen kann. Heißt, wir haben ja hier Gras, Silage. Steht da irgendwas, dass es schon fertig ist oder so? Ja, müssen wir mal rausfinden. Und ich habe ja vorne am Hofeingang noch Heu und Stroh liegen. Somit sollte das eigentlich kein Thema sein. Bedeutet aber, wir müssen uns natürlich ein Mutterfischwagen zulegen. Sowas wäre na klar. Eine High-End-Lösung, ja. Das wäre wahrscheinlich mal interessant, wenn wir dann das Silo, das Fahrsilo voll haben. Aber natürlich noch weit, weit entfernt. Ja, ganz klar. Wir müssen mal schauen, was wir sonst noch so auf dem Gebrauchtmarkt finden. Ja. Ja, guck mal, 18.000. Was haben wir sonst noch? 9.000. 60 Basisfutter, 40 Kraftfutter. Wie viel passt da rein? 6.000 Liter zu 12.000 Liter. Aber ich glaube, ja, ich habe noch mal so ein paar Reinvest-Gedanken, wo man das eine oder andere, den einen oder anderen Euro wieder reinholen. Ich glaube, den Shoot the Maker, spricht man das aus? Vertico 120, ich glaube, das wird unser neues Gerät hier am Hof werden. Und dann gehen wir einfach zum Renault. Der muss ja irgendwo noch hier stehen. Jawohl. Und dann gehen wir einfach mit dem an den Start, fahren zum Händler. Ach, der Platz nehmen hier richtig. Nächste Aufnahmesession. So, hier haben wir auf jeden Fall soweit alles erledigt. Machen wir mal hier straßenverkehrsordnungstechnisch gedönsen, alles sicher. Nehmen wir nämlich gleich vom Feld die letzte Balle mit. Ich hoffe, die liegt noch und wurde nicht schon von irgendwelchen Tieren oder so aufgefressen. Und gehen dann gleich direkt rüber zum Händler, nehmen unseren neuen, es ist echt ein schwieriges Wort, ne? Mischfutterwagen mit. Und dann können wir das erste Kraftfutter, das Tiermischration, nennt sich das so, TMR, zusammenstellen und verfüttern, damit da auch mal ein bisschen was in die Gänge kommt. Und dann werden wir uns heute gegebenenfalls nochmal unseren Hof ein bisschen erweitern. Ja, klar, am Anfang ist es halt viel, viel Investition, ja. Und ich versuche natürlich die Investition so gering vom Preis wie möglich zu gestalten. Aber ja, anders geht's, glaube ich, nicht. Guck mal, ich glaube, die ist schon weg, ne? Ja, oder? Ganz da vorne liegt noch irgendwas. Das sieht doch gut aus hier vorne noch. Ich dachte schon, die ist schon weg, aber wir haben Glück. Hier wieder auf schwäbische Mentalität, ja. Wenn ihr euch mal anguckt, was so eine Ballengabel kostet, wo man die ohne aufzuspießen mitnehmen können, ja, da kann der Schwabe viel Klebeband damit kaufen. Da hat der Manni natürlich vollkommen recht, ja. Der fühlt es auf jeden Fall. Da pieksen wir lieber einmal rein und machen es am Hof dann wieder mit Klebeband zu und gut ist.
Also ich muss ja gestehen, ich lebe hier auf meinem Hof so ein bisschen in den Tag hinein, ja. Ich lasse es auf mich zukommen, ich reagiere eigentlich eher nur, ja. So eine richtige Richtung habe ich für mich noch nicht wirklich entdeckt, ja. Ich bin da ein bisschen noch, ja, auf mich alleine gestellt. Vielleicht könnt ihr mir ja so eine kleine Richtung mal vorgeben, in welche Richtung wir uns begeben sollen, wo wir am schnellsten Profit machen, ja, solche Geschichten, wo wir schnell vorankommen. Okay, haben wir direkt verloren wieder. So. Müssen wir den einfach wieder aufnehmen. Ja, dass wir da einfach schnell vorankommen. Ich habe das Gefühl, ich komme irgendwie nur schleppend voran. So. Eigentlich ein schönes Gespann, oder? Sieht eigentlich recht ordentlich aus. So, und dann geht es nämlich wieder los. Und ich weiß schon wieder, ihr werdet mich wieder zerrupfen in den Kommentaren. Und es ist halt jedes Mal das Gleiche mit dem Yogi. Ich weiß die Mischverhältnisse nicht. Ich blick das irgendwie nicht, was mir die Anzeige sagen möchte. Schrecklich, ich weiß, es ist schrecklich. Und ich kann es mir ums Verrecken nicht merken. Ich glaube, beim Standard war das doch irgendwas mit zwei Stroh, zwei Heu und der Rest Silage oder so. Kann es sein? So. Guck mal, vielleicht können wir das gleich mal hier so ein bisschen anrühren. So. Machen wir mal hier kurz aus. Und gehen zum Weidemann, der müsste es ja, denke ich mal, packen. Dann steche ich mal halt mit der Palettengabel rein. Es ist gerade egal. So. Und dann müssen wir hier welche auslagern. Machen wir mal von jedem zwei. Und wir lassen uns einfach mal überraschen. Und die nehmen wir dann nachher noch von hinten weg. So. Ich würde jetzt vorschlagen, jetzt nehmen wir mal von jedem erstmal eine, um zu schauen, wie so das Mischverhältnis aussieht. Ich hoffe mal nicht, dass er so klein ist, dass gleich der komplette Kübel voll ist. Zack, eins. So, dann lass mal sehen. Wie war das nochmal? F1, ne? Oh, der flackert bei mir irgendwas und ich weiß nicht was. Dann lassen wir den mal kurz ab. So. 50%, ja, ich blick's halt nicht, ja, es tut mir leid, ich blick's einfach nicht, das ist echt schlimm mit mir. Aber ich glaube, es gibt ja auch eine ganz einfache Variante, ne? Nur Gras, nur Heu, ja, alles klar, nur Gras, also Heu und Stroh, so wollte ich sagen.
und gut ist. Ich glaube, das habe ich beim Werner irgendwo gesehen. In einem Let's Play. Zack. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Mischverhältnis angeht. Prozent. So, jetzt machen wir noch mal von den anderen jeweils einen rein. Also die Logik, die habe ich noch nicht verstanden hinter diesen Mischverhältnissen. Das blicke ich ums Verrecken nicht. Ich glaube, der ist schon voll, ne? Ich glaube auch. Was passiert jetzt denn, wenn das keine Mischration ist? Ist es dann ganz normales Futter? Oder kann ich das dann in die Tonne kicken? Wenn ich jetzt hier durchschalte, so. Ich glaube, ich habe zu viel von dem Kollegen Ding drin, ne? Silage. Aber mein Anhänger ist halt auch voll. Okay, ja, probieren geht wieder über studieren. Was soll man auch tun als Neuling, als Landwirt? Ja? Schauen wir mal, ob die Tiere trotzdem unser Fressen abnehmen. Wie machen wir das dann beim nächsten Mal? Müssen wir die Ballen dann vorher aufschneiden, ne? So, wie war das? Auf jeden Fall Anhänger anwählen. So, und dann kann man das doch bestimmt hier ja gut, falsche Seite noch. Aber was soll's? Es geht unter Heu rein. Und Silage. Also nicht unter Mischration. Aber okay. Wir haben ja nochmal ein paar Versuche, um das Ganze hier durchzustarten und ja, auf den richtigen Nenner zu bringen. Aber das machen wir mal jetzt kurz im Break, weil ich habe mir das so gedacht, wir sind ja hier ein Aussiedlerhof, ja, ein Neuling, und dementsprechend müssen wir auch gucken, uns selbst versorgen. Ja. Wir werden so gut wie möglich alleine uns hier durchprügeln. Und deswegen habe ich mir gedacht, gucken wir mal, wie wir sonst noch Geld reinbringen. Und da kam mir irgendwie in den Sinn, wir nehmen irgendwelche Gewächshäuser. Ja? Ich glaube, wir müssen hier Mist, was wir von den Kühen bekommen, können wir hier direkt rein, weil aktuell habe ich ja noch kein Feld, wo ich das benötige. Und wir packen Wasser rein und könnten uns so wieder 90 Euro pro Stunde durch den Verkauf von Gurken dazu verdienen. Versuchen wir es mal, oder? Ja. Man kann nur immer versuchen und scheitern. Ich glaube mal, eins müsste schon reichen. Ne? Machen wir mal erst eins, um zu gucken, ob wir da irgendwie Land sehen. So. Brauchen wir hier wieder unsere Straße. C. X. Jetzt waren das nochmal. War das das? Nee. Das hier war es, glaube ich, ne? So, dass es so ein bisschen aussieht. So. Dann können wir nämlich hier schauen. Mist war auf der anderen Seite. Hier hätten wir auf jeden Fall schon mal was zum Putzen. Müssen wir uns auch dann noch vornehmen. Ich habe noch Wasser. Wie sieht's aus? Schadet auch mal nicht, ne? Mal wieder voll zu machen, so. Und dann können wir hier schauen, wie sieht's denn aus mit Mist. So ein Mist. Ja klar, geht ja nicht, weil wir ja noch kein Stroh drin hatten, ne? Das müssen wir dann auch noch schauen, dass wir vielleicht von vorne gleich mal welche reinpacken, dass wir hier ein bisschen Mist produzieren. Und dann können wir das Ganze nämlich
hier reintüdeln. Hoffe ich doch mal, dass es so der Plan ist. Wir können ja jetzt mal schauen. Dass wir das Ganze hier aufheben. Den Mist. So ein Mist. Dazu rufen wir kurz einen Händler an. Ja, und lassen uns einfach mal kurz eine Schaufel liefern. So, der Händler hat uns direkt die Schaufel gebracht und wir gucken einfach mal, dass wir das hier gereinigt bekommen. Ich hoffe, da geht unser Plan auf. Ich habe mir natürlich so ein paar Gewächshäuser angeguckt vorher, aber was ich so gesehen habe, war alles mit Global Company. Und ja, was soll ich sagen, es ist nicht mein Ding. Ne? Wie viel ist halt im LS? Warum spielt der Kerl überhaupt LS? Irgendwie sagt er immer, ist nicht mein Ding. Ne? So, dann machen wir mal die Gabel hier hinten rein. Auf das, dass wir sie wieder vergeblich suchen werden. Was war denn das? Ich glaube, das hier, ne? So. So. Da werden wir jetzt gleich wieder um einiges schlauer sein und wahrscheinlich feststellen, dass wir wieder Fail-Investitionen getätigt haben. So, nehmen wir das mit. Oh nein, da kommt Silage raus. Ich hab gedacht, das ist Mist, wo da rauskommt. Und wieder geht mal halt ein Plan von mir nicht auf. Ich hab's ja irgendwo immer so vorab so ein bisschen einen kleinen Plan, so ein paar Gedanken, was ich gerne machen möchte. Und dann kommt halt doch nichts dabei rum. Silage. Na gut, ist halt so. Kann man nicht ändern. Aber an der Stelle würde ich sagen, ich tu wieder mein Bestes in der nächsten Folge. Ne? Und ich danke euch wieder für euren Support und eure Geduld. Ja? Wer bis hierher geschaut hat, vielen, vielen Dank für eure Hilfe und Geduld. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Wenn ihr Bock habt, macht's gut. Bis dann, euer Yogi und ciao.